die virtuelle Welt, mit all ihren momentan laufenden Videokonferenzen und Online Seminaren, zeigt uns in Bezug auf unsere innersten Bedürfnisse jeden Tag spürbar ihre Grenzen auf. Nach acht bis zehn Stunden online flimmert die digitale Technik in unseren müden Augen, dröhnt das pustende Brummen des Computers in den Ohren, Knarzen und ächzen die steif gewordenen Knochen im durchgesessenen Bürostuhl. Wir kleben an den kleinen Kameras, spitzen angestrengt die Ohren und suchen... Ja, was eigentlich? Hm? Nähe. Wir alle brauchen sie. Menschliche Nähe, körperliche Nähe. Genauso wie die Luft zum Atmen. Aber körperliche Nähe ist im Moment eben nur eingeschränkt möglich. Das zieht Energie. Unglaublich viel Energie. Doch wir haben ein Powerwerkzeug, um diesen Mangel an physischer Nähe auszugleichen. Unsere Stimme. Wir setzen diese Power nur viel zu wenig ein, weil wir gar nicht wissen, was unsere Stimme alles für uns tun kann. Oder wir für sie und wie wir mit ihr in Verbindung kommen, auch und gerade auf Distanz. Unsere Stimme unterliegt keiner Ausgangsbeschränkung. Unsere Stimme wirkt in jedem Moment. Sie ist das Wundermittel, mit dem wir nicht nur nach außen kommunizieren, sondern auch in unser Innerstes. Näher geht's nicht. Und manchmal ist es genau umgekehrt. Da suchen wir die Nähe im Außen und sind uns im Innersten doch fern. Da heißt es in Stimmung bleiben, in Verbindung mit ihrer Stimme. Wie sie wieder ankommen bei sich und bei anderen, in aller Nähe, trotz Distanz, das erfahren Sie in Stimmbooster Nummer 1. Sing Dein Ding und spinn Dein Ding. Viel Spaß. Sing Dein Ding. Den wirklich besten Booster für Ihre Stimme, den Sie sich schenken können. Singen Sie laut ein Lied. Ein Lied, das Sie lieben, das Sie gut kennen, das Sie gerne singen wann haben sie das zum letzten mal gemacht gestern vor einer woche einem monat <laughs> vor jahren möglicherweise ist es viel zu lange her also schalten sie ihr radio an ihre anlage ihre playlist am handy gröhlen sie laut hals und beherzt mit wenn sie den text nicht können egal

ja, 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 so leicht darf's sein. Ich sag doch, egal. Hauptsache singen. Sollten Sie sich dabei übrigens vollkommen bekloppt und albern vorkommen, wunderbar. Beste Voraussetzungen. Denn jetzt haben Sie es auch noch mit Ihren Wertungen zu tun. Wertungen, die Sie von der Lust an Ihrer Stimme abhalten. Den Weg blockieren. Sie blockieren. Deshalb Machen Sie es jetzt erst recht. Also, Sie haben den Song erkannt? Dann singen Sie mit. Und klar, es darf falsch und krumm und schief sein. Los geht's. Ja 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 Und halt auf Ihr Lied. <laughs> Schon nach einigen Minuten werden Sie sich nicht mehr doof fühlen. Schauen Sie mal in den Spiegel dabei. Sehen Sie, wie Ihre Augen strahlen? Sie strahlen. Lassen Sie sich bewegen von Ihrer Stimme. Das ist Berührung pur. Und jetzt, für die ganz mutigen, spinn dein Ding. Wie? Ganz einfach. Führen Sie laut Selbstgesänge. Hm? Sie hören richtig. Nicht Selbstgespräche, sondern Selbstgesänge. Besingen Sie genau das, was Sie gerade tun. Pfeifen Sie bitte auch hier auf die Melodie. Je schräger, desto mehr Spaß. Vielleicht hilft Ihnen, vorausgesetzt Sie mögen, Oper, an eine Arie zu denken. Oder an den Lieblingsschlager eines Lieblingsverwandten. So könnte es zum Beispiel klingen, wenn Sie auf die Musik des Refrains zu dem Titel Rote Lippen soll man küssen einfach Ihren eigenen Text spinnen. Wenn Sie mögen, spinnen Sie mit. Los geht's! Ja, jetzt stelle ich die, Spülma, stell die Spülmaschine ein. Nehm die Becher, stell die Teller vorher noch hinein. Auf einmal wird's mir schwindelig, ich hab's mir fast gedacht, zu viel Geschirr macht das die Spülmaschine kracht. Oh ja, dann lasse ich das besser einen anderen Menschen tun. Ich schleich mich aus der Küche, muß mich jetzt erst mal ausruhen, ich schmeiß mich auf mein Bettchen, das quietscht und knarzt und kracht! Mit mir zusammen auf den Boden mitten in der Nacht. Ha! Haben Sie es gehört? Auch bei mir wackeln und verrutschen die Töne. Dafür macht's Spaß. Und nur darum geht's bei dieser Übung. Den Spaß an der eigenen Stimme wiederentdecken. Ach, Sie wohnen nicht allein? Bestens, muntere Paare singen im Duett, Familien im Chor.

Nummer 2. Eine kraftvolle Stimme braucht Vitalität. Dass Bewegung gut für unsere Gesundheit ist, wissen wir. Dass unsere Beine Auslauf schätzen, auch. Dass unser Herz sich freut, wenn es ab und an sportlich auf Hochtouren gebracht wird, auch das wissen wir. Bewegung also, in welcher Weise auch immer Kreiert Beweglichkeit. Das wissen wir damit auch. Doch Hand aufs Herz, denken Sie dabei an Ihre Stimme? Wenn Sie gerade wie die meisten in dieser Zeit unendlich viel Zeit redend, erklärend, diskutierend vor Ihrem Rechner verbringen müssen, dann sind Sie von heute auf morgen einfach mal so und ohne weitere Zusatzqualifikation zum Profisprecher erklärt worden. Blöderweise hat ihnen das nur niemand mitgeteilt. Es gibt eine schöne Metapher, die ihren neuen Zusatzjob wie folgt beschreibt. Profisprecher betreiben mit ihrer Stimme Leistungssport. Opernsänger Hochleistungssport. Auf ihre Welt übertragen, ist das in etwa vergleichbar mit Ihr Chef kommt zu Ihnen und sagt Ach ja, übrigens, ab jetzt sprechen Sie von morgens bis abends durch. Pause brauchen Sie ja keine. Sie sitzen ja eh die ganze Zeit. Auf geht's. Worauf warten Sie noch? Ja. Kein Wunder, wenn Ihre Stimme abends müde und erschöpft klingt. Sie sind acht oder sogar zehn Stunden sitzend Marathon gelaufen. Das können Sie ab jetzt besser. Gewusst wie. Merken Sie sich eines, wie auch immer die Zeiten gerade für Sie sein mögen. Ihre Stimme unterliegt keiner Bewegungseinschränkung. Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Ihre Stimme bewegt in jedem Moment. Sie selbst und die anderen. Und wie kann es Ihnen gelingen, Ihre Stimme immer wieder neu, wach, kraftvoll und lebendig zu erleben und klingen zu lassen? Durch Vitalität erlauben Sie sich beweglicher und damit lebendiger zu sein, in Verbindung mit Ihrer Stimme. Wie? Das hören Sie jetzt. Viel Spaß. Entdeck dein Ding. Stellen Sie sich aufrecht hin, die Beine hüftbreit, die Knie weich, also nicht durchgedrückt. Sie schaffen das. Legen Sie eine Hand überhalb Ihres Bauchnabels sanft auf Ihren oberen Bauch. Sprechen Sie jetzt einfach mal probeweise ein. Ha. Ha. Einfach mit mir mit. Ha. 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 Super. Spüren Sie in Ihrer Handinnenfläche, wie sich Ihre Bauchdecke von diesen Haas angenehm bewegen lässt. Gleich nochmal. Dreimal. Ha. 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 Ganz genau, super! Nun stoßen sie mehrmals hintereinander ein kraftvolles H aus, so wie sie vielleicht während des Lockdowns im März 2020 auch kraftvoll Ha gerufen haben, um erfreut zum Ausdruck zu bringen, dass sie in den leergeräumten Regalen im Supermarkt wieder besseren Wissens doch noch eine Packung Klopapier, ein Tütchen Trockenhefe oder einen Sack Mehl gefunden haben. Ha. ha! 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 Spüren Sie jetzt die Bewegung unter Ihrer Hand? Ha! 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 ha. Super! Genau davon mehr! Wir machen gemeinsam noch einmal zehnmal zusammen, ha. Wir atmen dabei aber nicht über die Nase ein. Das klingt dann nämlich so, aufgepasst. Ha. Ha. <lacht> <lacht> mm -mm. Sondern lassen den Atem über den geöffneten Mund sanft einströmen. Wie? Ganz einfach. Ihre Hand Liegt noch über Ihrem Bauchnabel, auf Ihrem Bauch. Jetzt lassen Sie Ihren Unterkiefer locker. Der Mund öffnet sich leicht. Und Sie stellen fest, dass die Luft schon ganz von alleine einströmt. Denken Sie einfach, Bauch, wupp, merken Sie's? Schon hebt sich Ihre Bauchdecke. Ist klasse, oder? Spüren Sie diese Bewegung auch in Ihrer Handinnenfläche? Sonst einfach weiter beobachten. Es kommt schon und wird immer deutlicher beim Tun. Gut. Lassen Sie jetzt den Mund nach jedem Ha einfach geöffnet. Noch besser gesagt, lassen Sie den Mund einfach die ganze Zeit leicht geöffnet. Und los geht's. Zehnmal ein schönes, kraftvolles Ha. Gerne gemeinsam. Ha. 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 Super. Wenn Sie jetzt diese zehn Hs öfter aneinanderreihen und vielleicht auch in einem anderen Rhythmus, dann könnte es zum Beispiel so klingen.

was dabei entsteht? Das kraftvollste, klingendste und stimmigste Lachen der Welt. Ihr Lachen. Ist das nicht fantastisch? Da lachen Sie einfach mal eine Runde. Und schon haben Sie die Quelle Ihrer Lebendigkeit und Vitalität entdeckt. Ihr Zwerchfell. Lachen Sie beherzt jeden Tag. Das ist das beste Training für ihre mentale Gesundheit und für ein elastisches, bewegliches Zwerchfell. Und somit für eine kraftvolle Stimme voll Vitalität. Und schwupp, meistern Sie stimmig jeden Marathon, auch sitzend, mit einem Lachen im Gesicht.

Auch in der Ruhe schwingt die Kraft. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie viele unterschiedliche Arten von Pausen es gibt? Also, abgesehen von der gerade erst unfreiwillig auferlegten und unterschiedlich erlebten Zwangspause der vergangenen Wochen. Da gibt es zum Beispiel Atempausen. Sprechpausen. Denkpausen. Arbeitspausen. Wanderpausen. Mittagspausen. Shoppingpausen. Essenspausen. Blaupausen. Lernpausen. Singpausen. Schreibpausen. Computerpausen. Autopausen. Netzpausen. Wir machen tagtäglich unendlich viele kleine Pausen. Eine nach der anderen. Manche sogar gleichzeitig. Dennoch werden wir nicht müde, uns und auch anderen immer wieder zu sagen, mach doch mal eine Pause. Pausen machen können sie. Ihr Körper schenkt Ihnen eine mit jedem Atemzug. Wenn Sie Ihrer Stimme zum Beispiel eine Pause gönnen, dann halten Sie nicht nur salopp gesagt die Klappe, Sie versetzen ihre Stimmbänder zudem in einen äußerst angenehmen Zustand der Ruhe. Die Kehlkopfmuskulatur entspannt, lockert sich, wird weicher und geschmeidiger. Sie schlucken ganz natürlich und pflegen dabei ihre Schleimhäute. Sie atmen ein, sie atmen aus, ihr Atem fließt, Ihre Zellen weiten sich, Ihr Körper kann wieder mehr Sauerstoff aufnehmen, der Stoffwechsel wird angeregt, das Herz schlägt ruhiger, kraftvoller und Ihr Kreislauf regeneriert sich. Sie tanken auf. Einfach, indem Sie Ihrem Atem freien Lauf lassen, indem Sie locker lassen. Und Schwupp, stellen Sie fest, dass jetzt irgendetwas tatsächlich besser, leichter und auch wieder kraftvoller ist. Nur durchs Atmen? Ja, nur durchs Atmen. Noch ein kleiner Trick als Sahnehäubchen obendrauf. Schenken Sie Ihrem Atem ab und an Ihre ungeteilte, wertvolle und wertschätzende Aufmerksamkeit in aller Freiheit. Sie haben die Wahl. Mit jedem Atemzug, in jedem Moment. Sie werden bemerken, es macht einen Unterschied. Einen angenehmen. Sie wollen mehr? Dann genehmigen Sie sich jetzt eine große Pause. Mit dem Stimmbooster Nummer 3 zum Lockerlassen, Loslassen und Auftanken. Herrlich! Der folgende Stimmbooster lädt zu einer Atemmeditation ein. Hören Sie diesen Booster bitte nicht während der Autofahrt oder sonst irgendwie im Straßenverkehr. Schenken Sie sich eine extra Zeit für diese Meditation. Am besten zu Hause, im Wohn- oder Schlafzimmer. Schalten Sie Ihre Mobilfunkgeräte aus. Stellen Sie ein Glas Wasser neben sich und halten Sie bei Bedarf eine wärmende Decke für sich bereit. Nehmen Sie sich im Anschluss mindestens zehn Minuten Zeit für sich, um wieder ganz im Hier und Jetzt anzukommen, frisch, wach, vital und verkehrstüchtig. Lass dein Ding Nimm einen bequemen Sitz ein oder leg dich hin, so wie es dir am liebsten ist, auf eine bequeme Unterlage, so dass du gemütlich sitzt oder liegst und es dir nicht kalt wird. Schau dass deine füße warm bleiben deine halswirbelsäule gerade ausgerichtet ist sitzend oder liegend wenn du magst nimm dir eine decke und wenn du eine Brille trägst dann lege sie jetzt einfach beiseite dann schließe die augen und freu dich über dich, dass du dir jetzt diese zeit schenkst. Zeit nur für dich. Alles, was jetzt nicht wichtig ist, darf mit jedem Ausatem in den Hintergrund rücken, weiter und immer weiter, so dass du ganz bei dir ankommen kannst. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit nach innen. Beobachte, wie dein Atem fließt. Und mit jedem Einatem atmest du frische Energie ein. Und mit jedem Ausatem erlaube dir, alles, was an Anspannung oder unnötiger Spannung noch da ist, einfach loszulassen. Mit jedem Ausatmen mehr und mehr und immer weiter. Beobachte deinen Atem. Wie leicht und geschmeidig er sich seinen Weg durch den Körper bahnt. Einfach, weil du ihn lässt. Und du brauchst gar nichts weiter zu tun, als einfach loszulassen. Und dein Körper gleitet dabei sanft und immer tiefer und weicher in deine Unterlage hinein. Gibt Gewicht und Schwere immer weiter, einfach ab. Wird immer leichter. Und leichter. Deine Arme liegen rechts und links neben dir und geben auch diese angenehme Schwere einfach ab. Deine Gesichtszüge werden weich und weicher. Deine Stirn glättet sich. Deine Lippen liegen sanft aufeinander, deine Augen weich in ihren Höhlen, atmest du weiter tief ein und wieder aus. Wenn du noch das ein oder andere Geräusch im Hintergrund hörst, so hat dies keinerlei ablenkende Wirkung, sondern im Gegenteil, hilft dir sogar noch leichter in diese angenehme Form von Ruhe, Stille und Gelassenheit zu kommen. Du atmest frische Energie ein, und mit deinem Ausatem fließt alle Anspannung und unnötige Spannung, unangenehmer Druck. Oder auch Gedanken, die du jetzt im Moment nicht brauchst, aus dir heraus. Atmest du einfach aus dir heraus. Dann atme noch dreimal tief ein und wieder aus. Und du kannst spüren, wie dein gesamter Körper immer weiter loslässt, sein Gewicht abgibt in die Unterlage, auf der du liegst oder sitzt, und immer weiter loslässt, allein über den Atem, kraftvoll und leicht zugleich, so daß auch deine Augen weicher und weiter werden, sich unter deinen Liedern die Gesichtszüge weiter entspannen. wie dein Unterkiefer sich sanft löst, dein Kiefergelenk sich lockert, deine Zunge liegt geschmeidig im unteren Gaumen und dein Atem fließt durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Und wenn du magst, kannst du mit einem sanften über deine Lippen die Luft wieder ausströmen lassen. Und dann atme ein und wieder aus mit einem sanften Genau. Dann richte deine Aufmerksamkeit auf deine linke Schulter, an der sich jetzt vor deinem inneren Auge ein Fenster öffnen kann, durch das jetzt frische Luft einströmt. Über deine linke Schulter lass den Atem einfließen und beobachte, wohin dein Atem überall fließt in deinem Körper. Wie sich vielleicht neue Wege bahnen. Welche Teile in deinem Körper ganz von selbst mitbewegt werden in dieser angenehm fließenden bewegung deines atems und sanft auf wieder ausatmen schenk dir noch zwei solcher atemzüge durch deine linke schulter einatmen und wieder aus genau und noch einmal ein und wieder aus mit dem nächsten einatmen richte deinen fokus auf deine rechte schulter auch dort kann sich ein fenster öffnen und du atmest wieder frische energie ein und mit einem sanften weichen lässt du deinen Atem wieder aus dir hinausströmen und noch zweimal in deinem eigenen Rhythmus ein, über die rechte Schulter durch dein geöffnetes Fenster und mit einem sanften <laughs> wieder aus. Dann richte deinen Fokus auf deinen linken Rippenbogen und indem du durch die Zwischenräume zwischen den einzelnen Rippen die Luft einfach einströmen lässt, atmest du ein und mit einem sanften Pf wieder aus. Wieder über die linke Seite einatmen und mit einem sanften Pf wieder aus. Und beobachte, wie sich dein Körper mitbewegen lässt. Ganz leicht und sanft. Einfach so. Du lässt es einfach geschehen. Dann atme wieder ein und wieder aus. Und noch einmal in deinem Rhythmus ein über die linke Seite und wieder aus. Dann richte deine Aufmerksamkeit auf deinen rechten Rippenbogen und dort auf die Zwischenräume zwischen deinen Rippen. Auch dort öffnet sich ein Fenster und du atmest ein. Die einzelnen Rippen bewegen sich leicht voneinander weg. Und über deine Atembewegung dehnst du deine Rippenmuskulatur weiter und immer weicher. Dein Körper folgt der Atembewegung und lässt sich einfach mitbewegen von deinem Atem, sodass du in deine gesamte rechte Rippenmuskulatur hineinatmen kannst. Und sich dein Atem überall ausdehnen kann, Raum bekommt, sich weitet, dich weitet. Und dann atme wieder aus mit einem sanften Genau. Und noch einmal ein. Und wieder aus, auf. Ein. Und wieder aus. Dann richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Rücken und dort auf den Raum zwischen deinen Schulterblättern. Und öffne auch dort ein Fenster für dich, so daß mit deinem Einatmen frische Luft zwischen deinen Schulterblättern einströmen kann. Und spüre, wie sich dabei dein gesamter Rücken weitet, wie auch dein Brustraum sich angenehm weitet, wie viel Raum in dir einfach entstehen kann. Mit jedem Ein und Ausatmen Ein und wieder aus Ein und wieder aus. Dann wandere mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Halswirbelsäule hinauf. Auch dort öffne ein Fenster, dein Atem strömt ein und lass dich überraschen, wie leicht dir das jetzt schon gelingt, wie leicht und kraftvoll zugleich sich dein Körper in dieser Fülle von frischer Energie einfach mitbewegen lässt. Ein und wieder ausatmen. Ein. Und wieder aus. Dann stell dir vor, deine linke Hand öffnet sich leicht, so wie du beobachten kannst, dass sich eine Sonnenblume öffnet, sobald sie sich dem wärmenden Licht zuwendet. So lass jetzt über deine linke Handinnenfläche die Luft einströmen, weiter zum Unterarm, Oberarm bis über deine linke Schulter fließt dein frischer Atem durch deinen Körper hindurch und ausatmen auf und noch einmal über deine linke Hand einatmen durch deinen Arm, deine Schulter durch dich hindurch und wieder aus auf und noch einmal genauso ein und wieder aus. Dann richte deine Aufmerksamkeit auf deine rechte Hand. Und mit deinem nächsten Einatem strömt frische Energie durch deinen rechten Unterarm, deinen Oberarm über deine rechte Schulter in deinen gesamten Körper. Und alles, was noch belastet, schwemm es einfach hinaus mit deinem Ausatmen, einfach raus. Und atme nochmal ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Genau. Jetzt richte deinen inneren Blick auf deine linke Fußsohle. Öffne auch hier ein Fenster und atme über deine linke Fußsohle tief ein, kraftvoll und leicht zugleich und wieder aus. Lass dich überraschen, wie angenehm und leicht in voller Freude jetzt dein Körper sich von dir bewegen lässt, von deinem Atem. Und alles gleichsam in Bewegung ist mit jedem ein und wieder ausatmen. Ein und wieder aus. Dann nimm noch einen Atemzug durch deine linke Fußsohle und wieder aus auf genau. Jetzt richte deine Aufmerksamkeit auf deine rechte Fußsohle und beobachte, wie jetzt dein Atem über deine rechte Fußsohle durch deinen Körper einströmt und sich seinen eigenen Weg bahnt durch deinen Körper hindurch. Und du atmest wieder aus auf und dann wieder ein und wieder aus. Ein und aus. Genau. Dann wandere mit deiner Aufmerksamkeit an deine Schädeldecke. Öffne auch dort ein Fenster weit, so dass du sogar auch über deine Schädeldecke frischen Sauerstoff einatmen kannst, klare Luft, frische Energie durch deinen ganzen Körper hindurchströmen lassen kannst. Und schicke deinen Ausatem über deine Fußsohlen hinaus. Und atme wieder ein über deine Schädeldecke, so daß ganz selbstverständlich und wie von allein ein Kreislauf in deinem Atemfluss geschieht und dich weiter in dir, mit dir, in deinem Atem verbindet und dich gleichsam über deine Körpergrenzen hinaus Verbindet mit der universellen Kraft, mit der du über deinen Atem, deinen Lebensatem verbunden bist. In jedem Moment, in jeder Zeit. Bewusst und unbewusst zugleich. Leicht und kraftvoll. Dein Körper schwingt mit, bewegt sich mit, mit jedem Ein und wieder Ausatmen Ein und wieder Aus. Wenn du magst, so kannst du jetzt über deine beiden Fußsohlen einatmen, Während sich deine Hände und Arme weit über deinen Kopf hinauslangen, in alle Richtungen dehnen und strecken. Auch deine Füße dehnen und strecken sich und dich und alles dehnt und streckt sich angenehm in alle Richtungen. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus, auf. Ja, genau so. Dann öffne deine Augen, willkommen im Hier und Jetzt, frisch vital aufgetankt mit bester Energie, die deine Zellen mit frischem Sauerstoff versorgt. Schenk dir noch ein, zwei Atemzüge, beweg deine Füße, deine Hände und genieße ab jetzt, wie dein Atem fließt, wie dein Körper dich versorgt. Gleichsam getragen einfach weiter durch deinen Tag. Und was das für einen Unterschied macht, ab und an, immer mal wieder und immer öfter, deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu richten, ein Fenster zu öffnen für dich und vielleicht auch für andere und du dir so eine Pause gönnst. Dein Körper wird sich ab jetzt mit jedem Atemzug an diese große Pause des Kraft- und Energietankens erinnern. Und wenn du denkst, er könnte es vielleicht doch wieder vergessen haben, dann atme einfach ein- bis zweimal bewusster tief ein und aus, und schwupp, ist alles wieder da. Und bei alledem ist nicht wichtig, alles kognitiv zu verstehen, zu durchdenken und zu üben. Richte einfach ab und an deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Dein Körper weiß ganz von alleine, wie es geht, sobald du ihn lässt. Ja, so leicht darf's auch mal sein.

dann werden sie auch wahrgenommen. Woher kommt das eigentlich? Da gibt es Menschen, die betreten einen Raum und alle drehen sich nach ihnen um. Sie werden sofort wahrgenommen. Dann gibt es Menschen, die betreten einen Raum und keiner dreht sich um. Vielleicht sogar einen ganzen Abend lang nicht. Ach so, der war auch da. Ach, hab ich gar nicht mitbekommen. Ist dann so der übliche Sprech. Warum wird der eine wahrgenommen, wenn er einen Raum betritt und der andere nicht? Ja, sieht halt gut aus, hören Sie sich vielleicht sagen. Er ja, ist ja auch ein großer Mann, eine schöne Frau. Na ja, ist halt Ausstrahlung, die hat man oder hat man nicht. Stoppen Sie solche Gedanken. Denn wie können Sie sicher sein, dass Sie stimmen? Jeder Mensch kann strahlen. Auch Sie. Ausstrahlung kommt von innen. Und ein Innenleben hat jeder. Und natürlich auch Sie. Die entscheidende Frage ist, was davon wollen oder können Sie zeigen? Das entscheiden ganz alleine Sie. Wie? Indem sie sich Folgendes bewusster machen. Unser Innenleben ist geprägt von unserem Erleben. Wie wir Dinge sehen, erfahren, beurteilen, bewerten und genauso umgekehrt, wie wir gesehen, beurteilt und bewertet werden, und zwar von klein auf. Sei es als kindlicher Schreihals, als eher stilles Wesen oder lebendiger Wirbelwind, sei es im Stimmbruch während der Pubertät, als fleißiger Student, als liebender Elternteil, als ständig verfügbares großes Kind oder als erfolgreiche Führungskraft. So formen sich Haltungen und aus ihnen das, was wir innere Haltung nennen. Einiges davon formt sich unbewusst, und manches formen wir durchaus bewusst, weil wir es können und weil wir es so wollen, weil wir es so für uns entschieden haben. Das nennen wir dann Entwicklung, Selbstbestimmtheit, Reife, Erwachsener, Gelassener, Weiser werden. Sicher kennen auch Sie die munteren Aufforderungen wie Haltung bewahren, Haltung zeigen, Haltung einnehmen. Was tun Sie, wenn Sie das lesen oder hören? Genau, Sie richten Ihren Körper auf, Sie nehmen Haltung ein, und Ihr inneres Erleben dazu folgt. Dann gibt es noch so Redensarten wie eine zurückgenommene Haltung, eine aggressive Haltung, eine vorfreudige Haltung. Bemerken Sie den Unterschied? Hier vermischen sich Körperhaltung und innere Haltung. Zurückgenommen, aggressiv, vorfreudig. Da sind Gefühle und Emotionen mit drin die sich auf etwas Konkretes im Außen beziehen und auf ein Erleben im Inneren. Und schon nehmen wir eine andere Körperhaltung ein. Versuchen Sie mal in gebückter, zusammengesunkener Haltung zu sagen, Mir geht's prima, alles okay. Ihre Stimme wird von etwas anderem erzählen. Beobachten und probieren Sie einfach mal aus, wie Sie, allein über die Veränderung ihrer Körperhaltung, im Handumdrehen ihrer Haltung im Außen und damit ihre Stimmung im Inneren in die ein oder andere Richtung verändern können. Seien Sie beruhigt, Sie müssen dafür keine Schauspielausbildung absolviert haben. Nehmen Sie einfach neugierig und lustvoll, ab und an bewusster unterschiedliche Haltungen ein. Das machen Sie ja sowieso. Es reicht also, wenn Sie es ab jetzt einfach ein bisschen bewusster machen. Sie werden staunen, wie unterschiedlich Sie klingen können und welchen Einfluss das auf Ihre Stimmung hat. Denn Ihre Stimme macht immer mit. Wie? Das erfahren Sie in Stimmbooster Nummer 4. Mach dein Ding. Haltung zeigen. Besser wahrgenommen werden. Was heißt das eigentlich genau? Haltung zeigen wir vor allen Dingen zuerst mal mit unserem Körper. Wir nehmen eine Körperhaltung ein. Und dieser Stimmbooster ist für Sie da, um unterschiedliche Körperhaltungen mit mir gemeinsam einfach mal probeweise einzunehmen und sich überraschen zu lassen, was das in Ihrem eigenen Erleben, in Ihrer eigenen Wahrnehmung für einen Unterschied macht. Okay. Wir gehen erstmal in eine Haltung, die wir ganz viel bei Menschen sehen. Die Füße sind parallel hüftbreit aufgestellt. Die Zehen schauen nach vorne. Die Knie sind weich. Und wenn Sie jetzt einfach mal der Schwerkraft nachgeben, Ihre Arme hängen schwer und schwerer seitlich hinunter. Die Schultern fallen nach vorn. Ihr Rücken folgt diesen Bewegungen, wird runder. Genau. Jetzt merken Sie es bestimmt auch. Es wird alles schon etwas schwerer. Das Kinn rutscht Richtung Brust. Die Augenlider werden müder, schwerer. Der Kopf sinkt tiefer. Und wenn Sie noch weiter der Bewegung nachgeben, puh, dann rutscht vielleicht auch noch ein bisschen das Becken nach vorne. Die Knie geben weiter nach. Ihr Körper balanciert sich aus. Der Atem Fließt langsamer. <laughs> Und jetzt versuchen Sie mal, mit diesem auf die Brust gesenktem Kopf in dieser Haltung zum Beispiel Danke, mir geht's prima, alles okay zu sagen. Mhm, das klingt dann in etwa so. Ja, hallo, mir geht's prima, alles okay. Ja, Sie merken selbst, in dieser Haltung fällt es echt schwer, sich überhaupt an diesen Satz zu erinnern. Passender wäre in dieser Haltung eher... Na ja, ja. Geht so. Wie geht es Ihnen dabei? Sprechen Sie einmal selbst in dieser Haltung den Satz laut aus und spüren Sie nach. Einfach abspeichern, ohne zu werten, nur beobachten. Wie erleben Sie diesen Satz in dieser Haltung für sich selbst? Gehen Sie jetzt mal ein paar Schritte in dieser Haltung. Was nehmen Sie jetzt wahr? Wie nehmen Sie sich selbst und das, was Sie umgibt, jetzt wahr? Sprechen Sie den Satz noch einmal. Was ist jetzt anders? Gut, dann lösen wir diese Haltung wieder auf, am besten indem Sie sich einmal kräftig durch und ausschütteln. Ja. Und wenn Sie mögen, dann nehmen Sie gleich die Stimme mit dazu. Ja. <laughs> Ganz genau. Okay, dann gehen wir in die zweite Haltung. Die ist sozusagen genau das andere Extrem der Haltung, die wir gerade eingenommen haben, nämlich Brust rausstrecken. Dabei rutschen die Schultern mit nach hinten, und wenn Sie das so richtig übertreiben, werden Sie vielleicht merken, dass die Knie immer fester und fester werden und dadurch auch unbeweglicher. Was gleichsam ganz leicht auch geschehen kann, ist, dass der Kopf leicht nach oben rutscht, sodass die Nasenspitze tendenziell Richtung Decke zeigt und nicht mehr Richtung Raummitte. Und da gehört sie eigentlich hin bei einer aufrechten Haltung, doch dazu später mehr. Wenn Sie jetzt also herrlich die Brust durchstrecken und sich dann nochmal sagen hören, ja, danke, prima, alles okay, werden Sie sofort merken, klingt anders als noch gerade eben in zusammengesackter Haltung. Und das Körpererleben dazu ist auch ein anderes. Probieren Sie es aus. Brust durchstrecken, Schultern gleiten nach hinten, Nasenspitze zeigt eher Richtung Raumdecke als Raummitte und dann sagen Sie einmal versuchsweise kraftvoll den Satz, Danke, mir geht's prima, alles okay. Und dann gehen Sie noch ein paar Schritte in dieser Haltung und sagen dann den Satz noch einmal. Wie klingt Ihre Stimme jetzt? Mhm. anders <laughs> gut dann lösen sie die haltung schütteln sich einmal kräftig durch die stimme nehmen wir mit ja super genau jetzt kennen sie zwei unterschiedliche extreme von haltungen dann gehen wir jetzt in eine vergleichsweise einfache auf und ausgerichtete körperhaltung auch da sind Ihre Füße hüftbreit aufgestellt, die Zehen nach vorne gerichtet, die Knie weich. Und wenn Ihnen die Ansage »Knie weich« noch komisch vorkommt, machen Sie einfach drei bis vier Kniebeugen schön tief nacheinander. Und schon kommt Ihnen jetzt diese Form von lockeren Knien gar nicht mehr so wabbelig vor, sondern einfach nur wie ein gelöster und dennoch ausgerichteter Stand. Das Steißbein zieht leicht nach unten, so als wüchse dort einfach noch ein drittes Standbein. Super. Was beobachten Sie jetzt, wenn Sie sich so ausrichten? Genau. Die Wirbelsäule richtet sich ganz von alleine mit auf, angenehm, ohne Druck, ohne Überdehnung, einfach in einer angenehmen Grundspannung. Und der Atem fließt frei durch den Körper. Die Brust weitet sich einfach so. Ganz einfach. <laughs> genau. Erinnern Sie sich jetzt noch einmal an die zwei extremen Varianten einer Haltung. Variante 1. Hängende Schultern, eingefallener Brustkorb, der Rücken rund. Variante 2. Brust übertrieben nach vorne gestreckt, Schultern ziehen über die Ohren nach unten und hinten. Variante 2. Brust übertrieben nach vorne gestreckt, Schultern ziehen über die Ohren nach unten und hinten. Zum Verdeutlichen legen Sie Ihren Mittelfinger an die Mitte Ihres Brustkorbes und geben Sie leichten Druck nach innen. Die Brust sinkt ein, der Rücken wird rund, Blick geht nach unten zu den Füßen. Und jetzt, zack, in übertriebenem Maße die Brust wieder rausstrecken, Schultern ziehen nach hinten, Nasenspitze gegen Zimmerdecke. Und dann innerhalb dieser zwei extremen Positionen die mittlere Position finden. Ah. Merken Sie's? Ihre Nasenspitze zeigt jetzt in die Raummitte. Vielleicht ist auch ihr Mund weich oder weicher, ihr, ihr Unterkiefer locker. Steißbein zieht leicht nach unten und jetzt sagen Sie mal Danke, mir geht's prima, alles okay. Und wie klingt das? Wie fühlt es sich jetzt an? Gehen Sie auch in dieser Haltung einfach ein paar Schritte. Was ist jetzt anders? In der Haltung bleiben Sie noch ein Weilchen, denn das ist Ihre natürliche Grundhaltung. Auch wenn Sie sich vielleicht im Moment ungewohnt anfühlt, weil Sie vielleicht dazu neigen, die Brust stärker rauszustrecken oder Ihre Schulter nach vorne fallen zu lassen, wie auch immer, bleiben Sie noch in dieser gut auf und ausgerichteten Körperhaltung. Mit diesen drei Grundhaltungen können sie hemmungslos spielen und sich dabei beobachten, wie filigran und wie kleinjustiert schon die winzigste Veränderung in ihrer Körperhaltung einen Unterschied in ihrem eigenen Erleben macht. Genial, oder? Allein ein bewussteres Auf und Ausrichten der eigenen Körperhaltung kreiert ein neues Erleben im Innen und im Außen und lässt die Stimme hörbar anders klingen und Sie anders wirken mit Ausstrahlung eben Sie haben sie geben Sie sich und anderen eine Chance zeigen Sie sich in ihrer ganzen wunderbaren und einnehmenden Größe machen Sie einfach Ihr Ding

Stimmbooster Nummer 5 Wie Sie mit Ihrer Stimme Räume erobern Teil 1 Sie sitzen in einer Konferenz, einer Besprechung, einem Meeting. Dann kommt plötzlich noch jemand hereingeplatzt. Ein spannender Moment. Wer ist die Person? Wie betritt sie den Raum? Zu wem oder wohin blickt sie? Welchen Status hat sie in der Firmenhierarchie und in der Mitarbeiterschaft? Was sagt sie oder besser, was will sie sagen? Wie klingt ihre Stimme, wenn sie die Anwesenden begrüßt oder sich eventuell für ihr zu spät kommen entschuldigt? Was genau hören Sie? Spitzen Sie Ihre Ohren, Sie können das. Welchen Raum nimmt sich die Person und welchen Raum gibt sie dabei ihrer Stimme? Hören Sie genau hin. Jede Stimme klingt. Die Frage ist nur, welchen Raum sie dabei bekommt. Wissen Sie, wie viele Arten es gibt, Hallo zu sagen oder Entschuldigung? Oder auch nur ein einfaches Ja. Unendlich viele. Denn jedes einzelne Wort wird immer von einem Individuum gesprochen. Es erklingt in diesem einen Moment. Und nur dann. Einmalig. Einzigartig. Mal hören wir ein schüchternes Hallo mal ein laut rufendes mal ein verdruckstes entschuldigung mal ein höflich entspanntes entschuldigung mal ein ungeduldiges ja und mal ein kraftvoll entschlossenes ja wieso können allein diese drei wörter so unterschiedlich klingen weil die dazugehörende stimme kaum raum oder eben sehr viel Raum bekommt oder auch einnimmt. Aha. Stimme hat also was mit Raum zu tun. Wie das? Stimme ist Ton. Und Ton ist Klang. Klang besteht aus Schallwellen. Die breiten sich aus. Und zwar in alle Richtungen. Vorausgesetzt, es gibt Raum, in dem sie sich ausbreiten können. Was heißt das für uns Menschen mit unserem sprechenden und tönenden Mundwerk? Unsere Stimme klingt zuallererst nach innen. Genau, nach innen. Salopp gesagt, in Raum Nummer eins, unserem eigenen Raum des Erlebens. Zweitens klingt unsere Stimme nach außen, salopp weitergesprochen, in Raum Nummer zwei, also in einen tatsächlichen Raum mit uns als Sprechende und, üblicherweise, einem Gegenüber. Dann gibt es auch noch so etwas wie einen Raum Nummer drei, der Raum der eigentlichen Gesprächssituation, in dem Kommunikation stattfindet. Auch hier wirkt Stimme vice versa in jedem Moment. Meine Einladung an Sie für jetzt. Widmen Sie heute einen Teil Ihrer kostbaren Zeit Raum Nummer 1. Dem Raum, in dem Ihre Stimme zu klingen beginnt. In Ihnen. Stimmbooster Nummer 5. Summ dein Ding. Wie Sie mit Ihrer Stimme Räume erobern. Teil 1 Stellen Sie sich Ihren Körper einfach als Resonanzkörper oder als Instrument vor. Stehen oder sitzen Sie aufrecht und ausgerichtet. Den aufrechten Stand kennen Sie bereits. Schließen Sie die Augen. Der Unterkiefer ist locker. Die Lippen leicht geöffnet. Dann lassen Sie Ihren Atem über den leicht geöffneten Mund einfach einströmen. Ihr Zwerchfell zieht nach unten, Ihre Lungen füllen sich mit Luft. Jetzt legen Sie Ihre Lippen sanft aufeinander und beginnen zu summen. Dann die Lippen leicht öffnen, Atem einströmen lassen. Lippen wieder sanft aufeinanderlegen und weiter auf. Vielleicht spüren Sie ein leichtes Vibrieren oder ein leises Kitzeln auf den Lippen? Perfekt. Falls noch nicht, dann beobachten Sie, was Sie tun und wie es Ihnen noch leichter gelingen kann, dieses angenehme Kitzeln auf Ihren Lippen wahrzunehmen. Welche Muskeln können weiter loslassen? Welche sind jetzt ein bisschen mehr gefragt? Und sie summen einfach weiter. Mm -hmm. Mit jedem Einatem öffnen sich ihre Lippen leicht, die Luft strömt ein, das Zwerchfell zieht nach unten, ihr Bauchraum weitet sich, ihre Bauchdecke hebt sich und auf M lassen Sie die Luft wieder genüsslich ausströmen und sie summen einfach weiter in ihrer eigenen Zeit ihrem eigenen Rhythmus M super genau spüren Sie wie sie mit jedem M auch ihren Mundraum bewusster wahrnehmen Ihre Lippen bleiben sanft aufeinander. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Luftblase sowie eine Seifenblase in Ihrem Mund, die Sie nicht kaputt machen wollen. Beobachten Sie, wie allein dieses Bild einen Unterschied macht für Ihre eigene Wahrnehmung und auch für den Klang des Tons. Wo genau spüren Sie den Ton? Eher weiter hinten im Gaumen? Oder vorne an oder zwischen den Lippen? Können Sie den Ton in Ihrer Vorstellung vielleicht sogar wandern lassen? Probieren Sie es aus. Super. Dann richten Sie den Blick nach innen, so als könnten Sie aus dem Inneren Ihres Schädels heraus hinausgucken wie aus einer Höhle. Wo nehmen Sie den Ton jetzt wahr? Mehr in den Nebenhöhlen? Vielleicht eher hinter der Stirn? Lassen Sie ihn einfach mal wandern entlang Ihrer inneren Schädelwände. Genau, Sie summen einfach weiter. Mm -hmm. Wandern Sie mal zur Stirn, dann zu den Nebenhöhlen. Summen Sie weiter und lassen Sie Ihren Ton wandern, sodass Sie ihn über das ganze Gesicht verteilt spüren können. Hmm. Nehmen Sie wahr, wie angenehm leicht Ihr Körper mitbrummt wie dieses angenehme summen unnötige spannungen im körper löst mehr und mehr und immer leichter und leichter hm. halten sie jetzt ihre hände vor ihr gesicht so daß ihre handinnenflächen ganz sanft ihre gesichtshaut berühren Sie summen einfach weiter auf genau, einfach weiter. Und vielleicht nehmen Sie wahr, wie das angenehme Vibrieren, Ihr angenehm weich und sanft vibrierender Ton nun sogar so etwas wie in Ihre Handinnenflächen hineinfließen kann, sich weiter ausbreiten kann. Genau, und zum Einatmen öffnen sich, wie immer, ihre Lippen ganz sanft, Luft strömt ein, die Lungen weiten sich, ihre Bauchdecke weitet sich, und die Lippen schließen wieder sanft. Mhm. Mit dem nächsten Summen bewegen Sie Ihre Hände langsam und erst einmal nur ein bisschen von Ihrem Gesicht weg. Während Sie einfach weiter summen auf, genau, spüren Sie dieses angenehme Vibrieren in Ihren Handinnenflächen. Während sich der Raum weiter öffnet, der Raum zwischen Ihren Handflächen und Ihrem Gesichtsfeld, immer weiter. Immer leichter. Langsam und immer weiter entfernen sich die Hände von ihrem Gesicht. Beobachten Sie genau, wie es ihnen gelingt, diesen neuen Raum zu halten. Mit ihrem Ton und wie er in diesem neu geschaffenen Raum resoniert. Wenn Sie merken, dass Sie diesen Raum nicht mehr wahrnehmen können, dann führen Sie Ihre Hände einfach wieder zurück zu Ihrem Gesicht, summen wieder weiter, bis Sie den Raum erneut wieder wahrnehmen können. Und genießen Sie genau das. Spielen Sie mit der Wahrnehmung der unterschiedlichen Weite dieses Resonanzraumes. Es kann sogar sein, dass Sie mit der Idee dieses Raumes, dieses Stimmraumes, der da hörbar zwischen Ihrem Gesicht und Ihren Handinnenflächen entsteht, diesen Raum besser halten können, wenn Sie Ihren Mundraum noch größer, noch weiter denken. Denken Sie wieder an Ihre Seifenblase: weiter und größer. Ja, genau. Die Lippen bleiben sanft aufeinander. Oder so, als würden Sie gleich gähnen wollen. Einfach weiter summen. Lassen Sie sich überraschen, wie weit Sie die Hände vom Gesicht entfernen können und diesen Stimmraum halten können. Super. Davon einfach mehr. Und so viel Sie wollen. Wenn Sie merken, Sie verlieren den Raum wieder, naja, dann führen Sie Ihre Hand Handinnenflächen wieder zurück, nah ans Gesicht, und machen einfach hier weiter. Wenn Ihnen diese Übung besonders angenehm ist, besonders entspannend, eine Übung also ist, mit der Sie vielleicht auch innerlich zur Ruhe kommen. Dann können Sie Ihre Hände auch wahlweise an eine andere Stelle Ihres Körpers legen, zum Beispiel auf Ihren Brustkorb oder überhalb des Bauchnabels, an die Hüften, an die Rippen oder auch an den unteren Rücken, überall dorthin, wo sich Ihr Körper von Ihrem Atem bewegen lässt. Und Sie summen sich einfach dorthin. Wenn Sie merken, dass das Stehen anstrengend für Sie wird, dann setzen Sie sich einfach auf einen Stuhl. Das geht noch leichter, wenn Sie sich dabei vorn auf die Stuhlkante setzen, die Beine parallel, Füße nach vorne ausgerichtet und Sie merken jetzt sicher schon, dass Sie so Ihre Sitzhöcker auf dem Stuhl besonders deutlich spüren. Noch leichter, wenn Sie mit Ihrer Sitzhöckermuskulatur spielen. Mal rechts hochziehen, mal links, genau. Ein kleines Spiel mit den Sitzhöckern. Und dann merken Sie auch, wie mit diesem leichten Spiel sich Ihre Wirbelsäule ganz von alleine auf und ausrichtet. Die Nasenspitze zeigt wieder in die Raummitte und Sie summen wieder auf. Summen mit Genuss, mit Freude und erobern sich so, neue Räume, ihre Resonanzräume, mit ihrer Stimme. Dann bleiben sie noch einen Moment still, der Atem fließt in seinem eigenen Rhythmus und sie spüren nach, wie sich ihr Körper jetzt anfühlt. Wo überall sie vielleicht Raum in ihrem Körper bewusster wahrnehmen können, weiter, größer, Mehr? Ihr Atem führt Sie vielleicht hin, dorthin, wo sich der Körper über den Atem weiter ausdehnt. Genießen Sie das. Dann atmen Sie noch einmal tief ein und aus, dehnen und strecken Sie sich in alle Richtungen, gähnen Sie nach Herzenslust und seufzen einmal. Oh, einmal laut aus sich heraus. <laughs> genau, prima. Ist das nicht herrlich? Jetzt haben Sie ein erstes, sanftes und zugleich kraftvolles Erleben, wie Ihre Stimme in Ihnen schwingt, Räume öffnet in Ihrem Körper und sogar über Ihre Körpergrenzen hinaus Raum einnimmt. Wie das Instrumente ebenso tun. Eine Geige oder ein Kontrabass, halten ihre Resonanz ja auch nicht im Inneren des Kastens zurück. Sie klingen und schwingen in alle Richtungen. Warum also nicht auch Sie? Genießen Sie das jeden Tag ein bisschen mehr. So kommen Sie gleichsam zur Ruhe und in Ihre Kraft.

Stimmbooster Nummer 6 Wie Sie mit Ihrer Stimme Räume erobern Teil 2 Wie haben sich eigentlich unsere tapferen Vorfahren vor vielen Millionen Jahren verständigt? So in der freien Wildbahn, als sie noch keine Sprache kannten, sich noch nicht in Worten ausdrücken konnten und sich dennoch behaupten mussten. Genau, mit Händen und Füßen, mit Gestik und Körpergebärde, mit Rufen und Lauten. Das war viel und reichte völlig aus, denn es ging um nicht mehr und nicht weniger als um das nackte Überleben. Fortpflanzen, Nahrung finden, vor Feinden warnen. Am Anfang war der Schrei. 2005 fanden britische Forscher heraus, dass die Bonobos, ihres Zeichens Zwergschimpansen und Primaten, sich mit über 38 verschiedenen Lauten verständigten. Meist Schreie. Das klingt nach ganz schön viel. Halten Sie mal 38 unterschiedliche Laute bzw. Schreie auseinander. Eine Fähigkeit übrigens, die frisch gebackene Mütter, ganz von allein entwickeln, wenn Sie nicht bei jedem Muxer parat und bei Fuß stehen wollen. Irgendwann können Sie hörend unterscheiden, ob das Kind Hunger hat, ob es Schmerzen hat, ob es müde ist, ob was in der Windel drückt, Ansprache braucht oder, oder, oder einfach nur in die Arme genommen werden möchte. Der schreienden Kreativität im Kindsbett sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, die Botschaft kommt an. Und ganz nebenbei werden auch noch Atemmuskulatur und Stimme trainiert. So schlau ist die Natur. Das Lautrepertoire der deutschen Sprache besteht aus etwa 40 verschiedenen Lauten, das der Bonobos aus circa 38. Wir sind also bestens ausgestattet. Warum ist es dennoch oft so schwer, sich mit der eigenen Stimme durchzusetzen, Gehör zu finden, anzukommen? Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Rufen Sie es in die Welt hinaus. Einer der Ursachen liegt eventuell in unserer Entwicklung selbst. Wir haben also gestikuliert uns gebärdet, laute geformt, getönt, gerufen und geschrien. Dann haben wir zu denken begonnen. Dann zu sprechen. Denken ist meist ein stiller Prozess und wird eher selten im selben Moment des Geschehens einfach mal so herausgeschrien. Aha. Kann es also sein, dass wir das Rufen, Schreien, Tönen, Signale mit der Stimme setzen, alles, was wir als Kinder aus dem FF beherrschten, über die Jahre einfach verlernt haben, abtrainiert bekommen haben, dass wir erzogen wurden, sprichwörtlich die Klappe zu halten. Sei nicht so laut, schrei nicht so, dir hört eh keiner zu. Da, da kannst du lange schreien, du bekommst nichts. Wenn dem so ist, dann beginnen Sie bitte ab jetzt, sich zu erinnern. Lernen Sie. Erobern Sie sich Ihre stimmliche Ausdruckskraft zurück. Erobern Sie sich Ihren Raum zurück. Frei von allen einschränkenden Gedanken. Mit Ihrer Stimme. Wie? Ganz einfach. In Stimmbooster Nummer 5 habe ich Sie gefragt, wie viele Arten es wohl gibt, Hallo zu sagen. Damit fangen wir an. Los geht's. Stimmbooster Nummer 6 Ruf dein Ding. Wie Sie mit Ihrer Stimme Räume erobern. Teil 2 Warm-up Stellen Sie sich aufrecht auf Ihre zwei Füße. Der Blick nach vorn, Knie weich. Lassen Sie als kleine Vorübung ihren Unterkiefer ein paar mal locker nach unten fallen und klappen ihn dann wieder zu. So als würden Sie in ein riesiges Sandwich beißen. Dann kauen Sie es genüsslich und beißen noch einmal hinein. Prima. Essen macht müde, also gähnen Sie beherzt einige male laut und kraftvoll. Sehr gut. Nun widmen wir uns dem schönen Wörtchen Hallo. Was meinen Sie, in wie vielen Varianten können Sie dieses Wort sagen? Fordern Sie sich heraus und seien Sie großzügig mit Ihren Möglichkeiten. In zehn Varianten? In fünfzehn? 38. Übung 1. Hören Sie mal hier einige mögliche Varianten und horchen Sie, ob Ihnen zum ein oder anderen Hallo spontan eine Situation einfällt. Hallo? 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 hallo 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 Hallo! Hallo! Hallo? Hallo! Hallo! Übung 2 Nun spielen Sie selbst mit den unzähligen Varianten, die Ihnen spontan einfallen. Denken Sie nicht, tun Sie es einfach. Nehmen Sie sich am besten gleich mit ihrem Handy auf und hören Sie sich dann selbst zu. Klingen alle Hallos gleich oder doch irgendwie immer anders? Und wenn ja, wie anders? Was tun Sie jeweils anders? Spitze. Mit dem Hallo machen wir weiter. Dieses Hallo mit diesem schönen A ah und O oh, eignet sich nämlich hervorragend neue Räume nicht nur in ihnen zu erobern, sondern natürlich auch im außen, dort nämlich, wo sie gehört werden wollen. Mit diesem Hallo legen wir los. Wo auch immer sie jetzt sind und mitmachen. Schauen Sie, dass sie irgendwo stehen, wo sie wirklich Gas geben können und nicht das Gefühl haben müssen oje, 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 hoffentlich hört mich keiner. <laughs> vielleicht haben sie eine waschküche oder einen kellerraum dann gehen sie einfach dahin oder raus in einen park wo sie vielleicht ganz alleine sind okay stellen sie sich vor sie sind im europapark oder in münchen auf der wiesen sie schauen von außen einer achterbahn zu oder sitzen vielleicht sogar selbst drin das entscheiden sie lassen sie ihrer stimme freien lauf setzen sie tief unten an, fahren mit der Bahn nach oben weiter, immer höher und höher, dann kippt's und runter geht's, ja, wie die Bahn halt so verläuft. Und los geht's auf Hallo. Ha und vielleicht noch mal neu ansetzen? Hallo! Genau so mit viel Lust und Spaß. Lassen Sie die Stimme einfach mitlaufen und noch mal. Hallo. Wenn Ihre Stimme dabei ein bisschen rau klingt, weil es vielleicht noch früh am Morgen ist, dann trinken Sie einfach einen Schluck Wasser und klopfen sanft mit Ihrer Handinnenfläche auf Ihren Brustkorb. Summen noch ein bisschen dazu. Das klingt dann so. Auch hier haben Sie diesen schönen Laut, den Sie nachher mit A oder O wiederholen. Genau. Gut. Sie können es auch erst mal ein bisschen sanfter laufen lassen, nicht gleich so laut rausrufen. Sie werden feststellen, je weiter sie den Mund öffnen, desto mehr Klang kommt aus ihnen heraus und erobert draußen neue Räume. Wir machen es noch einmal gemeinsam. Seien Sie mutig. Ich bin's auch. Hallo. damit ihnen die Stimme nicht nach hinten in die Kehle rutscht, das klingt dann nämlich so ha hilft Ihnen vielleicht die Vorstellung einer Feder vor Ihrer Nase, die Sie mit Ihrem Hallo daran hindern, auf den Boden zu gleiten. Mit Ihrem Hallo halten Sie die Feder in der Luft. Nochmal Hallo. Hören und merken Sie den Unterschied? Schon rutscht die Stimme nach vorne. Genau. Raus mit ihrer Stimme, raus mit ihrer Freude, raus mit der Freude an ihrem ganz individuellen Klang. Ein letztes Mal. Gemeinsam. Ha Wow, so klingt Ihre Stimme durchdringend und klar. Das und noch viel mehr steckt in Ihnen. Yes. So erobern Sie Räume. Haben Sie einmal den Mut gefasst, so laut zu tönen, Ihrer Stimme freien Lauf zu lassen, dann haben Sie keine Hemmungen mehr, Ihre Stimme in anderen Kontexten laut und deutlich hörbar werden zu lassen. Ob in einer Konferenz, zu Hause,

Da sitzt er immer noch bunt und hartnäckig in unserem Gesicht. Der wohlmeinende und sicherheitsschenkende Mund-Nasenschutz. Wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell an diesen kleinen und dennoch so monströs über unsere Nase sich räkelnden Lappen gewöhnen würden? Manch einer verziert sogar sein Kinn damit. Andere hängen ihn sich sportlich als keckes Accessoire ums Handgelenk. Selbst als Haareif zähmt er die ein oder andere wilde Strähne. Vortrefflich umfunktionieren zu lustigen Karnevalshütchen lassen sich übrigens FFP2 Masken. Humor ist ja bekanntlich, wenn es trotzdem kracht oder so ähnlich. Doch nun zur Sache, Schätzchen. Ich seh dir in die Augen, Kleines, sagt Rick Humphrey Bogart zu Ilsa. Ingrid Bergmann in Casablanca, einem der schönsten Abenteuer -Liebesstreifen aller Zeiten. Ganz ohne Lappen auf der Nase. Dafür das Glas erhebend, der Angebeteten mit sanfter Stimme zuprostend, ein leises Lächeln im Gesicht. Smart. Souverän. Ganz Gentleman. Nicht umsonst schrieb diese Szene Filmgeschichte. Stellen Sie sich diese Szene mit Mund-Nasen-Schutz vor. Würde sie ebenso funktionieren? Ich wage zu behaupten, ja. Wenn auch anders. Doch es würde funktionieren. Wie das? Recherchieren Sie mal diese kleine Szene im Internet. Drücken Sie auf Play und schließen Sie Ihre Augen. Zum Vergleich lauschen Sie gerne einmal dem Original, dann der Synchronfassung. Rick sagt den Satz übrigens zweimal zu Ilsa einmal in der Bar, einmal am Flughafen. Hören Sie mit geschlossenen Augen. Wie kann eine Stimme, sowohl im Original als auch im Synchron, derart berühren? Schauen Sie jetzt, wie Humphrey Bogarts Augen jene von Ilsa finden, wie sie für einen Bruchteil einer Sekunde ineinander und miteinander verschmelzen, wie Rick mit seiner unendlich weichen Stimme seine Geliebte umarmt, als gäbe es kein Morgen, wie sie von ihrer beider Liebe erzählt, die sich nie erfüllen wird. Diese Szene lebt einzig und allein von Bogarts Umarmung der anderen Art. Die Stimme wie zu weiten Flügeln aufgespannt, die geliebte umhüllend, wärmend, beschützend, die Augen suchend und sich findend für einen kleinen Moment, in dem die Ewigkeit schwingt. So Geht näher auf Distanz. Umarmen Sie sich und andere mit Ihrer Stimme. Nicht nur Sie werden strahlen. Strahl dein Ding. Verweilen wir bei dem schönen Satz, ich schau dir in die Augen, Kleines. Stellen Sie sich am besten vor einen Spiegel. Das ist Ihnen unangenehm. Gut, dann fragen Sie ersatzweise einen lieben Freund, Ihre Mutter, Schwester, Oma oder tatsächlich einfach direkt Ihre heimliche Liebe. Hauptsache, Sie haben ein Gegenüber. Ein Gegenüber, das Ihre Blicke erwidern und Ihre Stimme hören kann. Nun sprechen Sie den Satz laut aus. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Wie klang er? Wohin haben ihre Augen geblickt? Wo saßen ihre Mundwinkel beim Sprechen? Waren sie eher nach unten gezogen, eher auf einer geraden Linie oder nach oben geschwungen? Haben ihre Augen den Satz mitgesprochen? Merken Sie sich, was Sie beobachtet haben. Stellen Sie sich jetzt tatsächlich vor den Spiegel und blicken Sie in Ihr Gesicht. Den Gesichtsausdruck so neutral, wie es eben geht. Ziehen Sie Ihre Mundwinkel weit nach unten in fünf Stufen immer weiter hinunter. Damit das gelingt, hilft es, den Unterkiefer locker zu lassen. Haben Sie Stufe 5 erreicht, versuchen Sie mal mit den Augen zu lachen. Nehmen Sie Ihren Atem wahr. Dann Mundwinkel wieder locker lassen. Die Augen werden weich. Jetzt ziehen Sie Ihre Mundwinkel wie zu einem Lächeln in fünf Stufen nach oben. Schauen Sie auf Ihre Augen. Bleiben Ihre Augen unberührt von der Bewegung Ihrer Mundwinkel? gleicht Ihr Gesicht jetzt wahrscheinlich eher einer Fratze. Vielleicht fühlen Sie sich auch an eine Situation erinnert, in denen Sie sich zu einem gequälten Lächeln haben hinreißen lassen, obgleich Ihnen ganz und gar nicht zum Lachen zumute war. Letzter Schritt. Ziehen Sie die Mundwinkel noch einmal in fünf Stufen nach oben. Lassen Sie zugleich Ihre Augen weicher werden so als ob sich ihre Augen in das sich öffnende Lächeln in ihrem Gesicht hineinlegen wollten. Betrachten Sie Ihr Spiegelbild. Was sehen Sie jetzt? Wie fühlt es sich jetzt in Ihnen an? Was ist anders? Geben Sie Ihren Mundwinkeln noch mehr Bewegungsfreiraum. Lassen Sie Ihre Augen noch weicher werden. Und nehmen Sie Ihren Atem wahr. Wie ist es jetzt? Jetzt sprechen wir den Satz in den unterschiedlichen Abstufungen noch einmal gemeinsam. Dann geht's einfach leichter. Okay. Ich gebe die Stufe des Lächelns vor, spreche den Satz einmal vor, Sie einmal nach, dann wir beide nochmal gemeinsam. Hören Sie, was das für einen Unterschied auf die Stimme macht, wenn Sie allein technisch die Stellung Ihres Mundwinkels verändern. Gut. Dann stellen Sie sich am besten vor einen Spiegel. Sie stehen aufrecht, die Knie weich, Fußsohlen parallel am Boden, die Nase zeigt in die Raummitte. Zuerst neutral, sozusagen Stufe Null. Ich gebe vor. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Jetzt Sie. Jetzt gemeinsam. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Super. Jetzt Stufe 2. Die Mundwinkel ziehen leicht nach oben zu einem leise, leise angedeuteten Lächeln. Achten Sie auf den unterschiedlichen Klang in der Stimme. Okay. Ich gebe vor. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Jetzt sie. Jetzt gemeinsam. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Welche Unterschiede haben Sie wahrgenommen beim Sprechen und beim Hören? Gut. Weiter mit Stufe 3. Drehen Sie Ihr Lächeln sachte auf und achten Sie wieder auf den unterschiedlichen Klang in der Stimme. Ich gebe vor. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Jetzt Sie. Jetzt gemeinsam. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Spitze. Ja, das ist gar nicht so einfach, die einzelnen Abstufungen einzuhalten und unterschiedlich zu hören. Übung macht den Meister. Denn tatsächlich, allein das bisschen Mundwinkel nach oben ziehen macht einen großen Unterschied. Im Erleben und in der Wirkung. Jetzt Stufe 5. Zaubern Sie sich ein schönes, breites Strahlen ins Gesicht. Ihre Augen strahlen mit. Wie? Lassen Sie Ihr Herz mitstrahlen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Flügeltüren vor Ihrem Herzen und die öffnen Sie jetzt weit, weit, weit. Die Mundwinkel ziehen nach oben, der Atem fließt tief. Ihre Augen strahlen, so wie sie das Licht am Dimmer aufziehen, so ziehen sie jetzt ihr Strahlen auf. Ich zuerst. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Jetzt sie. Jetzt gemeinsam. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Genau so. Spielen Sie. Haben Sie Spaß. Und wenn Ihnen der Satz etwas aus Ihrem Leben gerissen kommt, suchen Sie sich einfach einen neuen Satz, zum Beispiel das Frühstück ist fertig. Im Vergleich ziehen Sie jetzt die Mundwinkel stufenweise nach unten und sagen den Satz nochmal. <laughs> Und los. Stufe 0. Erst ich. Das Frühstück ist fertig. Jetzt sie. Jetzt gemeinsam. Das Frühstück ist fertig. Stufe minus 3. Runter mit den Mundwinkeln. Erst ich. Das Frühstück ist fertig. Jetzt sie. Jetzt gemeinsam. Das Frühstück ist fertig. Stufe minus fünf. Noch weiter die Mundwinkel nach unten. Erst ich. Das Frühstück ist fertig. Dann Sie. Jetzt gemeinsam. Das Frühstück ist fertig. Ja, das klingt schon ganz anders. Einmal die Lippen entspannen, die Mundmuskulatur entspannen, dann wieder zu einem leisen Lächeln die Mundwinkel nach oben ziehen, und was jetzt schon an guter Laune in Ihnen entsteht, nehmen Sie mit. Na klar. Denn auch die klingt mit. Stufe null. Erst ich. Das Frühstück ist fertig. Jetzt Sie. Und gemeinsam. Das Frühstück ist fertig. Stufe 3. Mundwinkel nach oben. Erst ich. Das Frühstück ist fertig. Jetzt Sie. Und gemeinsam. Das Frühstück ist fertig. Stufe 5. Erst ich. Das Frühstück ist fertig. Dann Sie und gemeinsam. Das Frühstück ist fertig. Und merken Sie, dass, je nachdem wie die Stimme klingt, vielleicht auch das eine oder andere Bild vor Ihrem inneren Auge auftaucht, irgendeine Situation, wie Sie am Küchentisch stehen, die Familie zusammenrufen, oder wie Sie vielleicht auf der Bettkante sitzen und Ihren geliebten Menschen mit einer duftenden Tasse Kaffee aufwecken. Das Frühstück ist fertig. Oder wie Sie vielleicht, hm, was fällt Ihnen noch für eine Situation ein? Wie Sie vielleicht im Badezimmer stehen, Ihre Zähne putzen, der Frühstückstisch ist gedeckt und Sie signalisieren Ihrer Familie, Ihrem Partner, Ihrer Partnerin. Das Frühstück ist fertig weil nämlich sonst der Kaffee kalt wird. <laughs> Laden Sie beim Sprechen die ein oder andere Situation mit ein. Lassen Sie sich überraschen, was das für einen Unterschied macht. Wenn Sie also Ihre Stimme zum Strahlen bringen wollen, dann beamen Sie sich einfach in eine Filmsequenz Ihrer Wahl. Die Situation haben Sie, Kamera an, und anstatt Ich schau dir in die Augen, Kleines, oder das Frühstück ist fertig. Könnten Sie vielleicht auch sagen Ziehst du dir bitte deine Schuhe an? Oder Zieh dir bitte deine Schuhe aus. Wählen Sie Ihre Sätze nach Lust und Laune und probieren Sie es einfach aus. Strahlen Sie. Erlauben Sie sich zu strahlen. Strahlen Sie Ihr Ding. Und Ihre Stimme. Strahlt mit. Wenn Sie also das nächste Mal in der U-Bahn, auf der Straße, vor der Eisdiele oder beim Bäcker stehen, dann erinnern Sie sich, wie schön Sie strahlen können. Öffnen Sie Ihr Herzfenster, zaubern Sie sich ein Lächeln ins Gesicht, Ihre Augen werden weich, Ihre Stimme folgt, Sie strahlen. Wem auch immer Sie jetzt Ihr schönes Lächeln schenken möchten, dem schenken Sie zugleich eine wohlklingende Umarmung mit Ihrer runden, vollen und wunderschönen Stimme. Pa da dee, da da dee, wai hoe, wie da 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 lee. Pa da dee, die, füh, du, fa wo wer, wie wo war, Frühstück ist fertig, für da dee, wo da dee, wer da dee. Fertig, fertig mein Frühstück, früh, mein Frühstück. Fertig vor der fertig fertig, fertig. Mein Frühstück ist fertig.